Hallo und herzlich willkommen hier zu The Sims 3 und unserem Haushalt Zoom. Ja, ich habe die beiden hier gerade aus dem Bett geholt, weil Flöckchen ein bisschen Hunger hatte und ja, wir unsere Michelle ja sowieso umstylen wollten. Ach Mensch, was für eine Idylle hier bei den Zooms. Und zwischen Flöckchen und Michelle, ach, ist es Flöckchen? Ja, klar. Aber was mit Barbie? Hatten wir mit Barbie vorher schon Freundschaft und so? Ach so, okay, gut, dass wir das mit Flöckchen gemacht haben. Ach ja, meine Stimme ist immer noch nicht besser geworden. Bei mir ist heute Samstag, wie bei euch auch. Und ja, sie ist immer noch sehr kratzig. Meine Nase ist zu. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich will doch einfach nur gesund sein, Mensch. Gut, was möchte unsere gute Quietschi jetzt? Wir wissen es nicht. Aber okay, wir können uns ja gerne mal hier beschnüffeln lassen. Ne, Quietschi, dagegen haben wir überhaupt nichts. Was können wir denn noch machen? Ja, gebürstet werden. Das musst du ja auch nicht immer selber machen, Quietschi. So sind wir ja mal nicht, ne? So, Barbie hat aber auch noch Hunger. Barbie sollte dann hier vielleicht mal herkommen. Omi macht ja dann noch mit ihrem Beet weiter. So, Michelle ist ja gerade hier so lieb und bürstet unsere kleine Quietschi. Dann warten wir einfach mal auf Barbie. Ah, so, Barbie ist da. Yay, hier, Flasche geben. Und bürsten können wir sie auch noch mal kurz. Und, ja, umarmen meinetwegen. Barbie, bleibst du mal hier? Läuft sie erstmal gleich kilometerweit weg? Meine Güte. Sie kann sich ja hier was leisten. Ja, Barbie hat Hunger. Oh mein Gott. Aber es ist so süß, oder? Oh, ihr seid so niedlich. Oh. Ah, diese schwarzen Augen irritieren mich immer noch. Das sieht wirklich aus wie so ein Zombie-Pferd. Ich will nicht, dass du ein Zombie-Pferd bist. Das ist ziemlich sehr gruselig, so ein Zombie-Pferd. Oh. Eine ganz besondere Freundschaft. Und das hatten wir doch schon sowieso, oder? Okay, jetzt sind wir noch besonderer. Eine ganz, ganz feste Freundschaft. Ach Mensch, was beim Füttern nicht alles passiert. Oh, okay, Michelle möchte aufs College gehen. Beziehungsweise an die Universität. Ah, hier ist unser Gartenzwerg. Den wir schon die ganze Zeit verzweifelt gesucht haben. So, jetzt eine Runde bürsten, oder was? So, einmal Ringe, Ringe, Reihe. Okay, und wir stellen uns wieder dahin, wo wir eigentlich schon standen. Oh, umarmen. Okay, bürsten ist ausgefallen. Fand ich jetzt aber ein bisschen blöd. Ich hätte gerne, dass du sie noch bürstest. Na? Na? Gibt's heute nicht. Okay. So, Omi, was ist bei dir jetzt hier los? Du bist noch mit den ganzen Sachen beschäftigt. Okay. Ja, da Michelle ja momentan noch keinen Job hat und nichts, können wir einfach mal... okay, Omi ist unten. Sollten wir vielleicht oben ins Bad gehen? Hier, wo ist denn der Styling-Salon? Da, gut. Dann können wir uns hier gleich mal eine Runde umstylen. Obwohl ich gerade überlege... Nee, ist eigentlich auch Blödsinn. Nee, wir können ruhig umstylen. Sollte nicht das Problem sein. Ah, ich hatte gerade überlegt, ob wir noch irgendwelche Merkmale verändern. Aber wir haben ja Michelle schon von Anfang an. Von daher lohnt sich das nicht wirklich. Ah, Mensch, warten wir einfach mal. Gott, Omi kriecht hier schon auf dem Zahnfleisch rum. Oh, Rest der ist ein Herbstsalat. Okay, das sollte sie aber wahrscheinlich noch hinbekommen. Gott, Omi, es tut mir so leid. heute ist Zeugnisausgabe, okay. Dann würde ich trotzdem sagen, dass wir uns hier noch ein bisschen umstylen. Ach, Mensch, so, hier. Los, Michelle. Wollen dich doch hübsch machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, was für ein tolles Outfit, was du da schon hast. Aber ich hätte gerne ein bisschen was, naja, noch stimmigeres. Das würde mir etwas besser gefallen. Ja, nochmal von links betrachtet, nochmal von rechts. Und ja, das ist es nicht. Genau, das haben wir jetzt beide festgestellt. Gut, Umstyling-Raum wird vorbereitet. Ja, Mensch, was muss denn da vorbereitet werden? Falls ihr euch wundert, was das gerade war, das war ein Trinkpäckchen. Ja, ich bin jetzt irgendwie auf Trinkpäckchen umgestiegen. Ja, ich glaube, da sollten wir was machen. Ich weiß nur nicht ganz so was. Ich meine, Michelle ist ja eher so süß, niedlich irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde die Frisur eigentlich ganz cool dafür. Aber ich bin mir halt nicht ganz so sicher. Oh Gott, was ist das denn? Ja, probieren wir hier einfach mal so ein bisschen durch. Das ist eigentlich auch ganz hübsch, aber es ist so viel Haar. Das ist man bei Michelle gar nicht gewohnt. Da ist man ja nur den Pferdeschwanz gewohnt. Ja, das ist auch ganz hübsch, diese Monika-Frisur. Nee. Eher nicht. Ja, das ist irgendwie auch zu viel Haar auf dem Kopf.
Ach Mensch, ich merke schon, es wird heute ein bisschen schwieriger mit der Frisurenauswahl, was hier zu Michelle passt und was nicht. Und ja, natürlich habt ihr recht, sie sieht aus wie Omi Leonie. Das fällt mir gerade wieder extrem in dem Gesicht auf. Nee. Ja, vielleicht sollten wir lieber mit nach Frisuren mit Accessoires gucken, so rum. Jo. Ja, wir können ja auch mal hier bei den normalen Sachen gucken, weil ich gucke sonst immer nur bei den Download-Sachen. Ja, aber die Frisuren, die hier alle so sind, sind auch nicht so wirklich meins, leider. Na gut, die ist eigentlich ganz süß, oder? Ich glaube, wir haben die Frisur gefunden, Leute. Ja, ich finde, das passt irgendwie total super. Das nehmen wir. Ich weiß aber gar nicht mehr, was Michelle ihre Farbe war. Das war dieses komische Pink, oder? Passt es dieses Pink? Keine Ahnung, wir können ja auch eine neue Farbe geben. So grün vielleicht? Nee, grün ist doof. Blau? Blau? Machen wir sie auf blau? Nee. Ich würde sie gerne in so ein schickes Grün stecken. Machen wir erstmal das. Ich weiß noch nicht, ob das bleibt, aber wir nehmen das jetzt erstmal. Ach Mensch, ja, ich würde die Haare auch gerne ein bisschen anders machen, weil es sieht jetzt irgendwie aus wie abgestorbener Krautsalat oder sowas. Da müssen wir irgendwie ein bisschen was ändern. Ein bisschen eine frischere Farbe vielleicht. Soll das vielleicht ein bisschen heller machen? Nee, das sieht aus, als wäre sie alt geworden ganz plötzlich. Das ist zu viel des Guten. Ja gut, das hat auf jeden Fall schon mal mehr Farbe, mehr Kraft. Das ist auf jeden Fall schon mal schöner. Müssen wir das hier nur noch ein bisschen in die richtige Richtung anpassen. Das ist irgendwie zu hell, oder? Wollen wir das komplett machen? Ich würde es dann fast so lassen. Oder? Es ist zu rot. Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Farbe für sie. Das sieht nicht ganz so... Ja, weiß ich nicht. Das passt irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde, das passt einfach. Ja, Make-up. Mensch, Mäuschen, da hast du ja auch überhaupt noch kein richtiges... ich weiß nicht, ich hätte gerne irgendwie rote Lippen gemacht. Ich weiß zwar mal wieder nicht, warum. Ich hätte es halt gerne so... Weiß nicht, das hat irgendwie was. Das passt super zu den roten Haaren, finde ich. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal. Der Rest kann so bleiben. Gut, gehen wir in die Alltagskleidung. Was ist denn da so los? Was können wir denn da so machen? Und löschen erstmal das zweite Outfit. Mit dem kann ich nämlich jetzt gerade nicht so wirklich viel anfangen. Jo. Ich bin ja auch mal gespannt, wie das zweite Outfit aussieht. Weil das erste ist ja eigentlich noch relativ annehmlich, ne? Aber wenn da jetzt gleich so ein Clowns-Outfit kommt, dann fasse ich mir vielleicht an den Kopf, ne? Sollten wir dann vielleicht alle tun. Gut, dann zeig uns doch mal dein Outfit, Michelle, weil momentan stehst du irgendwie nur rum. Und je länger du hier rumstehst, desto mehr glaube ich eigentlich fast, dass du nur dieses Outfit besitzt. Egal, wir löschen jetzt einfach das, was auch immer da war. Ah, okay, das war da also vorher. Das sieht aus wie so ein... indischer Robotertanz. Gibt's sowas überhaupt? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt warten wir einfach wieder, bis das andere Outfit zurückkommt. Und... Balloon-y. Yay! ja, die Frage ist jetzt natürlich, ich möchte eigentlich kein Gesamtoutfit machen. Weil ich gerne was so mit Hose hätte und Pulli und weiß ich nicht was. Ich hätte auch gerne irgendwas Reitmäßiges. Müssen wir mal gucken, was wir hier noch so von einfach tierisch haben. Ah, okay, hier sind wir. ja, das finde ich ja so ganz cool, aber das ist irgendwie zu voluminös, finde ich. Ja, das ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie so Rollkragen. Und Rollkragen müssen wir jetzt nicht wirklich haben. Das passt irgendwie mit ihren Haaren nicht zusammen. Ach, Menno. Ah, das war eigentlich auch ganz cool, was sie vorhin anhatte, oder? Das hat irgendwie was. Ja, das ist auch ganz süß. Ich würde irgendwie das hier gerne nehmen. Ich weiß nicht, das passt irgendwie.
Nur, ja, dieses Rot. Ich weiß nicht, ob wir das rot so lassen oder ob wir da was anderes finden. Rosa vielleicht. Oder wir nehmen dieses Grün. Nee, das Grün ist doof. Ich wäre eigentlich eher für Rosa. Wenn wir hier sowas Hautfarbenes machen. Machen wir einfach mal das hier. Und dieses Grün hier löschen wir mal wieder. Das war irgendwie ein Reinfall. Und dann können wir das hier auch mal gleich auf ihre Haare ziehen, wenn ich die Farbe irgendwann mal wieder finde. Hä, warum kann ich das denn nicht rausziehen? Ist doch total Banane. Gut. Hä, warum kann ich das nicht auf ihren Kopf packen? Ist ja blöd. Das ist ja mal total doof. Ja, das taugt mir jetzt gar nicht, ne? Ich wollte nur ihren Kopf einfärben. Na, mein Gott. Gut, dann gehen wir jetzt vielleicht mal zur Hose über. Da würde ich auf jeden Fall was Kurzes lassen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt die Hose lassen. Wir können es ja erstmal mit Einfärben probieren. Weil das ist ja auch, glaube ich, die Hose aus Einfach Tierisch. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ja. Wir warten. Juhu. Okay, das hat nicht beim ersten Mal funktioniert. Ja, nein. Nein. Ja. Ja, das gefällt mir auch schon mal besser. Jetzt müssen wir nur noch ein paar schöne Schuhe finden. Da würde ich ja aber eigentlich die Reiterstiefel geben wollen. So, jetzt muss ich nochmal was trinken, weil meine Stimme, die versagt gerade. So, ja, geht schon gleich wieder besser. Ach Mensch, ja, warum haben wir hier auch so viele Schuhe? Ich habe auch schon mal echt überlegt, ob ich alle Download-Inhalte einfach rausnehme, weil ich das so extrem anstrengend finde. Oh, die Schuhe finde ich dazu aber auch echt toll. Ich glaube, wir nehmen die Schuhe. Ich mache die nur ein bisschen heller. Ich glaube, die Farbe gefällt mir so besser. Oder gefällt mir die Farbe besser? Ne, die gefällt mir auch nicht besser. Ich muss mal hier ein bisschen zurückbasteln. Aber ich fand die hier eigentlich auch ganz cool. Ne, das ist irgendwie auch blöd. Aber wenn wir alles so machen, das sieht irgendwie auch doof aus. Ja, machen wir jetzt einfach mal jetzt so hier. Und dann würde ich sagen, machen wir ein zweites Outfit. Und in dem gebe ich einfach mal die Stiefel. Und ein anderes Oberteil. Und dann meinetwegen noch ein drittes Outfit oder so. Da kriegt sie dann eine lange Hose. Keine Ahnung, je nach Jahreszeit dann halt. Na, wie weit sind wir? Es geht immerhin um Schuhe nur. Ja. Ah, okay. Ah, hier sind sie ja. Ah, ich weiß nicht. Dieses helle Braun ist eigentlich ganz nett, aber irgendwie. Ja, nehmen wir das einfach mal so jetzt hier. Suchen mal ein neues Oberteil. Ich weiß noch nicht wirklich, welches wir da nehmen wollen. Ich denke mal eins dieser Reiteroberteile, wo man wirklich sieht, okay, da kannst du von einem Reiterhof kommen. Zumindest, wo man sich das so allgemein denken kann. Oh, das ist, glaube ich, eins der ersten Lieder, das hier bei Sims 3 mit bei war. Ich glaube, das ist vom Hauptspiel, das Lied. Das ist schon ewig nicht mehr gehört. Ja. Da warteten wir immer noch, ne? Juhu. Gut, wo haben wir denn hier die ganzen Outfits? Ah, okay, hier sind wir. Ja, das ist irgendwie auch cool, aber ich hätte lieber hier sowas in der Art, oder? Ich würde dann eher das hier nehmen, oder? Weil ihre Haare, die kommen da immer so komisch hier bei rum, finde ich, oder? Ich finde das ganz hübsch. Machen wir das. So, das ist jetzt... Was ist denn das Erste?
das, okay, ist das der Pulli? Wenn wir den so in einem Weiß nehmen oder wir nehmen ihn in dem Rosa? Ist doch ganz hübsch, oder? Die Knöpfe hier in Weiß. So, also ich finde das hübsch. Gut, dann Outfit Nummer 3. Bevor wir hier wieder alle T-Shirts laden und uns das nicht weiterbringt. Ach, Mio, ja, Umstyling Michelle, langwierige Sache, aber ganz ehrlich, dann haben wir wenigstens genug Outfits und müssen nicht gleich wieder zum Umstyling rennen. Das finde ich wieder auch blöd. Oh, das finde ich auch wieder blöd. Oh Gott, ich habe gerade irgendwas Falsches gesagt. Ach, Mensch. Ja, wie ist denn das Wetter bei euch eigentlich gerade? Bei mir ist es so abwechslungsreich. Es hat die Nacht geregnet und jetzt scheint wieder die Sonne, aber es ist kalt und ja, keine Ahnung, irgendwie doof. Ich will den Frühling zurück. Das ist wieder so ein Mauschelwetter, das ist irgendwie doof. Aber nun gut, ne? Man kann nicht alles haben. Ja, ich wollte jetzt noch so einen Pulli haben. Schenkt ihr mir einen Pulli? Ein Pulli wäre total toll. Aber den finde ich irgendwie zu Pulli. Das sieht wirklich sehr Pulli aus. Nee, finde ich auch doof. Irgendwie was Schönes würde ich mir wünschen. Ja, ich finde das irgendwie gut. Das Weiß und das Blau vielleicht. Ja, sieht eigentlich so auch ganz süß aus, ne? Aber ich will jetzt auf jeden Fall meine lange Jeans verpassen. Ich hoffe, dass ihr da jetzt mit Diesel ganz gut zurechtkommt. Leggings wäre vielleicht auch nicht übel, oder? Wenn wir mal einfach so eine Leggings haben könnten, wäre das ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt eine mit bei war oder das halt wirklich nur bei den Accessoires-Sachen so bei ist. Keine Ahnung. Hier sind nur diese ganz verrückten Teile. Keine Ahnung, so sieht es auch irgendwie merkwürdig aus. Nee, da gehe ich echt lieber hier mal zu Diesel einkaufen. Und gucke, was wir da so Schönes bei finden. Ja, das würde ich ihr wieder in ihrem Babyblau hier verpacken. Dann besorgen wir noch ein paar andere Schuhe und dann mache ich für diesen Part hier erstmal Schluss. Dann machen wir Anfang vom nächsten Part noch den Rest hier fertig. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht 3 Schlafanzüge verpassen, da wird es jeweils nur noch einen geben. Aber bei den Alltagsoutfits bin ich ja immer so ein bisschen eigen. Gut, wo sind denn jetzt hier die Schuhe, die wir brauchen? Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt für Schuhe anziehen wollen. Ich meine, das ist alles so leicht babyblau hier. Ach Mensch, was machen wir denn da? Ich glaube, die passen auch nicht ganz dazu. Da guckt's raus, ja. Nee, das ist mir irgendwie auch zu klobig. Wartet mal, die hier nehmen wir jetzt mal einfach. Die habe ich schon ewig nicht mehr genommen. Whoops, die du. Naja, das ist ein bisschen zu blau und wie es irgendwie was. So, hier weiß, total schick. Gut, dann haben wir hier ihr Outfit soweit fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dann bis morgen. Ciao.